Hallo, hier ist auch schon wieder euer Ben. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming with Ben und willkommen zu einem neuen spektakulären Video meinerseits einmal. Und wie ihr schon gerade so ein bisschen sehen könnt, es geht heute um Pokémon-Karten. Und wer mich dazu angesteckt hat, Lord Espeon, muss ich gerade nochmal kurz ablesen, verlinke ich euch auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal raufgehen einmal. Der packt auch so Pokémon-Karten auch so ein bisschen. Ist auf jeden Fall ein lustiger Typ, guckt euch das mal an einfach. So, und ja, er hat mich so ein bisschen damit angesteckt, wieder mit Pokémon. Meine letzten Pokémon-Karten, die ich geöffnet habe, sind, glaube ich, schon ein paar Jahre her. Und ich habe mir einfach mal drei Dinge hier geholt von Schwert und Schild Clash der Rebellen. Ich habe mir auch ein bisschen angeguckt, wie man die auspackt. Ich mache mal die erste auf einfach. Also ich habe mich davor so ein kleines bisschen informiert, wie man das macht. Also ich reiße jetzt einfach auf hier. Damals als Kind haben wir die auch einfach aufgerissen, ne? So. Einmal das so hier. So. Dann einmal 1, 2, 3, 4. Warum auch immer halt, ne? Aber dann ist ja auch geil. So. Okay, mal gucken. Falsch rum. Drum. So. Was haben wir hier einmal? Wir haben einmal ein Creepok. Creepok? Creepok? Ich muss mich entschuldigen, ich kenne mich mit den Karten überhaupt nicht mehr aus, muss ich dazu sagen, ne? Klick dir mal hier rauf einfach. Hier. Das ist mal die gleiche. Okay. Aber die ist, okay. Das ist aber eine. Ist das eine Reverse Holo? Weil die hat ja jetzt einen anderen Hintergrund als die hier gerade. Doch, ist eine Reverse Holo, ist das? Kaum zu sehen, aber ja. Okay. Alles klar. Denn die normalen. Vulcano, okay. Voltoball. Pipi. Loch Tuchzell. Trainingsplatz einmal hier mit drinnen noch. Glossand. Einmal ein Kosturso. Der sieht aber putzig aus einmal. Den nehme ich für zu Hause. Alles. Ich glaube, ich habe die gerade verkehrt rum geöffnet. Und generell müssten die beiden Karten zum Schluss kommen eigentlich, weil da ist ein Stern drauf. Also das sind dann die Rare-Karten und die Rare-Reverse einmal. So rum wäre das. Ah, okay. Ja, verkehrt rumgehalten hat. Das erste Mal, alles klar. Eine Energiekarte. Dann einmal ein Trainer. Potrott, den kenne ich auch noch. Lucio, oh, der ist auch ganz putzig. Den nehme ich auch für zu Hause. Iguana, ich muss sagen, ich glaube ab 150, 250 habe ich damals aufgehört. Bin ich ganz ehrlich zu euch da draußen, ne? Boah, das waren einfach zu viele nachher. Bei 151 war ich auch noch am Start. Oder bei 200 oder wie auch immer. Ich kenne soweit auch Gutes gehen. Auch die Filme, auch den neuen Mewtwo schlägt zurück, habe ich mir angeguckt letztens von Netflix. War auch ganz okay, aber halt, ja, nicht so, na, nicht so mein Fall, ne? Corzone, Bitora Trainingsplatz als Rare Reverse einmal. Da sieht man, das wird. Die Kamera hin. Und einmal zu guter Letzt haben wir hier noch Barakiva. Einfach non-holo das Ganze, wie man das halt sagen möchte, ne? So, und einen haben wir noch hier. Einen haben wir noch hier. Mein Lieblings-Pokémon-Film ist immer noch der allererste Pokémon-Film. Aber das Ganze ungeschnitten natürlich. Weil in Deutschland ist er ja gekürzt worden um 12, ich glaube um 12 oder 13 Minuten wurde der gekürzt bei uns in Deutschland, warum auch immer. Damals hat man gesagt einfach, ja, das verstehen die Kinder einfach nicht, was da drin vorgeht mit den ganzen Klonen und so weiter. Und deswegen wurden da einfach mal 13 Minuten rausgeschnitten. Finde ich jetzt nicht so gut auf jeden Fall, aber der Film kam jetzt auch mal vor kurzem nochmal raus, neu auf Blu-ray einmal, die ersten, zweiten, dritten Teil. Und da haben sie auch weggeschnitten und sogar Pikachus Abenteuer haben sie rausgeschnitten. Ne? Das heißt, der Film geht jetzt nur noch eigentlich eine Stunde oder so. Warum man das macht, ich habe keine Ahnung. Könnt ihr mir mal gerne in den Kommentaren reinschreiben, was ihr davon haltet. Ich bin jetzt, ja, also, ne, richtig geschockt. Anziehungsnetz, ha, das brauche ich auch bei einigen Sachen. So, Scaraborn, den kann ich auch noch. Elektroball, natürlich Standard-Pokémon. Schmerbe.
Auch ganz putzig, alles klar. Oh, hier Raffle. Der sieht ja putzig aus hier. Ein Raffle. Sieht man jetzt ja, aber hier in der Kamera sieht man es. Raffle. Er sieht putzig aus, alles klar. Den nehme ich auch. Für zu Hause Knapfel. Oh, ein Apfel. Knabberapfel. Okay. Shellsquab. So, dann haben wir einmal hier. Unra Tutox haben wir hier einmal. Denn einmal eine Rare Reverse Karte von Thanatora. Die haben aber auch einen Namen bekommen nachher, ne? Fast wie Automarken schon. Einmal die hier. Und dann haben wir noch eine Holo-Karte und zwar Kubian. Oh, der sieht aber putzig aus. Das ist ein Pinguin mit einem Eisblock oben drauf. Der ist ganz cool. Okay. Weiß gar nicht, ob die irgendwie Wert hat oder so. Muss ich mal mich informieren nachher gleich mal. Vielleicht blende ich auch den Preis nochmal oben ein. Aber der sieht auf jeden Fall putzig aus. Kubion. Kubion. Der ist putzig. So, den finde ich süß. Ja, das sind soweit die Karten, die ich dabei hatte. Ich kann nochmal kurz einmal zeigen. Ich hatte einmal die als Rare Reverse, die Trainerkarte einmal. Den Creepok habe ich dabei gehabt. Thanatora habe ich hier noch dabei gehabt. Und als Holoware so gesehen. Einmal Kubian. Ziemlich putzig. Und ja, das war's eigentlich heute auch schon. Kurzes und knappes Video einfach. Ich zeige euch da mal so nochmal. Kurzes und knappes Video einmal. Ja, ich bin jetzt nicht so der Experte in Auspacken. Ich habe mir mal einige andere Videos angeguckt, so gesehen. Und ja, aber hoffe, das hat euch trotzdem so weit gefallen. Ich werde, denke ich mal, in Zukunft noch ein, zwei, drei, vier Videos machen davon, weil es interessiert mich doch schon sehr stark jetzt wieder so weit, dieses ganze Pokémon-Thema. Ich habe ja vorher nur die Filme geguckt, auch damals noch die Karten gesammelt, aber jetzt interessiert mich dieses Thema doch schon wieder mehr, das Ganze. Und ja, das war soweit mein erster Anlaufversuch erstmal. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, Video liken, kommentieren, unten rechts Abonnier-Button, raufklatschen, dashen, smashen, damit ihr nichts mehr verpasst von mir, Gaming Ben. Und bis zum nächsten Mal und bis dahin natürlich, bleibt gesund, flauschig und immer schön weiterzocken. Haut rein!